die schließen sich immer mehr. Und da kann man sagen, dass also das zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Ja? Aber niemals etwas, kann so etwas wirklich geschehen durch Enthaltsamkeit per se. Niemals, niemals. Enthaltsamkeit kann Störungen verursachen. Vor allem, wenn ein junger Mensch nicht weiß und so weiter. Denn schaut mal, selbst ein junger Mensch, der jetzt davon nichts weiß, der auch keine Freundin hat und nichts, der wird halt exzessiv masturbieren. Also, gibt keinen Mann, den ich nicht kenne, ja, der nicht in seiner Kindheit und Jugend das mehr oder weniger getan hat. Weil er natürlich diesen Druck fühlt, karmisch auch dieses Verlangen und so weiter, kann es vielleicht mit einem Partner oder Partnerin nicht ausleben, also masturbiert er exzessiv. Schon geschieht dasselbe, mein Lieben. Es geschieht genau das Gleiche. Und den jungen Menschen das sagen können, ihr werdet verrückt, sozusagen, ja. Jetzt nicht gleich verrückt in dem Sinne, aber ihr entzieht eurem Körper wichtige Substanzen. Jetzt werdet ihr sagen, das macht nichts, ich erneuere das, ich kann 5-mal am Tag. Ja, ja, mach nur. Irgendwann wird diese Sache zu einem Schaden führen. Ja? Also, das führt zum Beispiel auch zu Altersschwäche. Einige der Folgen, die das haben können. Ja? Und man kann dem entgegenwirken. Seht mal, da gibt es Ärzte, die spritzen Sexualhormone. Ist zwar ganz richtig gedacht, aber falsch angewandt. Denn eigentlich ist das so, ja, jemand, der wirklich enthaltsam ist, der das wie von der Gupta Vidya und also von einer okkulten Seite her sieht, der ist natürlich, der hat ja ständige Glückseligkeit, der braucht doch gar keinen Orgasmus. Der hat doch im Körper drin seine Kundalini steigt, die Spermien sind im Körper drin, die rotieren. Ja? Irgendwann sind die so akkumuliert, dass er also alles transformiert hat nach oben. Der ist wandelnde Glückseligkeit. Das kann man natürlich niemandem sagen, der noch unter dem totalen, wie die meisten Menschen, unter dem totalen Sexualverlangen ist und sich sozusagen unterschiedslos mit allem paart, was da so rumläuft. Wenn aber der Partner natürlich ein Geistiger ist, wenn es einen geistigen Zusammenhang gibt und so weiter, ist das wieder eine ganz andere Sache. Aber wenn es nur aufgrund sexueller Anregung, sagen wir mal, geschieht, nicht wahr, und Anreizung, dann führt es zu Energieverlust, körperlich und geistig, meine Lieben. Ja, schaut euch doch mal um in der Jugend. Ich muss jetzt mal diese paar Worte sagen. Wenn ihr jetzt seht schon, also gerade auch bei den Ausländern, ich bin ja auch ein Ausländer, also bitte, ja, aber da hört man dann oft diese schlimmen Worte, wenn man sich selbst, wenn man den anderen auch beleidigen will, ja, und dann geht's los, ja, was man mit seiner Mutter macht, mit seinem Vater, mit seinem Dings. Meine Lieben, das ist alles Kundalini unten, das ist alles, das sind Menschen, die haben bereits chronischen Mangel an Substanz im Gehirn, der ein moralisches Rechtverhalten ermöglicht. Ja? Also, und das war ja auch das, was der, ich glaube, es war Wagner, nein, Beethoven, hat gesagt, als man ihn fragte, bist du verheiratet? Sagt er, wie kann ich denn verheiratet sein? Wenn ich meine Kraft in der Ehe verausgabe, kann ich nicht komponieren. Da ist was Wahres dran, mein Lieben. Natürlich, jetzt kommt's, pass auf. Jemand mit einer überschüssigen Libido, und ohne mich loben oder tadeln zu wollen, das hat meine Lehrerin mir gesagt, das habe ich gehabt. Ja? Also so. Und dass ich die erstmal, sagt sie, obwohl ich so viel nach unten vergeudet habe, blieb immer noch genug nach oben, um Lieder zu schreiben und zu singen und so weiter. Sie sagte, hättest du das nicht gemacht, wärst du ein Heiliger. Ja. Nächste Mal, nächste Leben. So, meine Lieben. Wollen wir mal sehen, welchen Wert es hat, liebe junge Menschen, hört mir doch zu, wenn ihr, liebe junge Männer, die ihr eine Freundin habt, wenn ihr nur auf die geil seid, wenn ihr euch nur auf dieser körperlichen Ebene begegnet, werdet ihr sie bald überhaben. Da aber eine Frau ein geistigeres, spirituelleres Wesen ist, wird sie euch
im Laufe des Zusammenseins wird sie sich geistig an euch binden, wird sie euch seelisch lieben. Und wenn ihr sie dann wegwerft, weil ihr eure Geilheit an ihr nicht mehr befriedigen könnt, sondern was Neues braucht, habt ihr ein Herz gebrochen. Und das ist schlimmes Karma, glaubt es mir. Ihr könnt dieser Sache nicht entkommen und sagen, naja, danach bin ich ja sowieso tot. Nö, nö, so läuft, so funktioniert die Maschine nicht. Also, und da kann man auch sehen, dieses schöne Beispiel, wo der König von Thule bei irgendeinem König war, sagte, wie er sie wiedererkennt. Ein Mensch in einem neuen Leben. Und er liebt die Frau und sie liebt ihn eigentlich auch, aber sie verabscheut ihn. Sie verabscheut ihn. Und er schreibt in seinem Gedicht, und plötzlich entsinne ich mich, als ich ein König war und du meine willige Sklavin, hab ich dich missbraucht, während du mich liebtest. Seelisch, geistig, von ganzem Herzen. Seht ihr, meine Lieben? So ist das Leiden, der große Lehrer von uns allen. Von uns allen. Also deshalb wollen wir uns ein bisschen befassen, auch denn schaut mal, der physische Körper ist die Hülle der Monade. Ja, wenn die einen zu großen Schwingungsunterschied sieht, driftet die weg, geht die weg. Oder nennt sie Geist oder wie ihr wollt. Aber die wahre Wesenheit, die sich manifestiert, deren siebente Hülle oder achte, wenn man jetzt die Wesenheit als Monade sieht, die Monade hat sieben Hüllen, also kann man sagen siebente Hülle, ja, der Körper ist. Aber durch den sie dich ja ausdrücken wird, ausdrücken muss, ausdrücken will, wenn das nicht mehr zur Verfügung steht, ist das auch für die Monade auf der zweiten Ebene, wo die da alle glückselig schlummern und zittern, ist das kein Problem. Aber für die Reflexion, die darunter gesetzt wurde, in die materielle Welt, ist das sehr wohl ein Problem. Sie leidet mit, ja, darf man nicht vergessen. Schauen wir uns deshalb mal den männlichen Samen an. Und das ist ja, ich muss schon wieder abschweifen. Die Wichtigkeit beim männlichen Samen ist die Frau, in dem Falle mal, wenn wir jetzt nicht gleich ein haltsamer Mönch sind, dass wir uns sogar durch die Partnerschaft geistig ergänzen und nicht nur wie Tiere den ganzen Tag uns sexuell betätigen, das führt sowieso zur Interessenlosigkeit irgendwann, findet man überall bestätigt. Am schlimmsten natürlich Frauen, die geheiratet haben, haben Kinder und der Mann war sexuell so überinteressiert, er hat gleich 5 Kinder gemacht, 6 Kinder, 10 Kinder. Und dann, da war seine Geilheit zu Ende. Hat er der Frau gesagt, weißt du was, du, ich hab da jemanden anders gefunden. So. Meine Lieben, und darum ganz wichtig mal die Chemie des Upadhi, der Hülle zu begreifen. Das lassen ja viele geistig oder auch viele Esoteriker, die lassen das viel zu früh los. Die sagen, ach, der Körper ist ja Anatta, richtig. Nicht das Selbst. Aber das Selbst in dem Augenblick hier drückt sich durch den Körper aus. Und indem ich den Körper schwingungsmäßig bereit mache, kann ich dann in der Tat auch die Monade sein. Eins geht ohne das andere nicht. Und das macht ja auch der Buddha durch Meditation und die Heiligen durch Meditation. Das brauchen sie nicht dahin zu setzen. Sie brauchen den Körper. Der Erhabene hat es gesagt, meine Lieben. Ihr braucht nichts anderes und das Wichtigste ist der Körper, um Erleuchtung zu erlangen. Also schauen wir uns mal an, was der Vorteil ist von einem, der nicht seine sexuelle Energie nach außen verschleudert, sondern sie vielleicht mit einer Partnerin seelisch akkumuliert. Und ich meine nicht Tantra-Sex. Das ist so eine andere Abart, ja? Wenn man das nicht richtig kann, nicht richtig weiß, da kommen wir noch drauf zu sprechen, ist das schlimmer, als das Ganze zu übertreiben. Aber gut. Wir sehen eine, und wir bleiben chemisch, wir sehen eine Ähnlichkeit und Zusammensetzung, das haben wir bereits erfahren jetzt, des Samens und des zentralen Nervensystems. Ich bleibe immer noch physisch, ganz nach der Maßgabe des Erhabenen, ja, der gesagt hat, der Körper genügt, damit du dich lösen kannst. Ja? Was haben denn der Samen und das zentrale Nervensystem gemeinsam? Lecithin, Cholesterin, Phosphor. Ja? Wenn wir den Samen vergeuden, das, was ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, entziehen wir dem Körper Substanzen. Und die sind wichtig für die Ernährung des Nervensystems.
Und darum gibt es überall auf der Welt Verrückte. Diese Welt ist eine versexte, verrückte Welt. Das ist das Resultat, ja? Weil das Nervensystem dieser meisten Menschen unterernährt ist. Und da hilft es gar nichts, da können die nach dem Sex noch so viel essen. Wenn sie das überziehen, dann zahlen sie den Preis. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir zu sehr, liebe junge Männer, wenn wir uns zu sehr dem Geschlechtlichen hingeben, dann haben wir übermäßigen Samenverlust, Masturbation, natürlich Geschlechtsverkehr, andere sexuelle Praktiken, schwächend und schädlich für den Körper. Ja, ein Farbiger im Busch, der dicke Nervenstränge hat, der kann seine tantrischen, schwarzmagischen Sachen machen, obwohl der natürlich auch in den Abgrund runtergeht, aber der kann das zunächst mal leichter ab. Wir Menschen hier, wir sogenannten Zivilisierten, haben ein viel feineres Nervensystem. Das ist jetzt keine rassistische Äußerung. Ich rede jetzt von einem ganz wilden im Busch, der vielleicht noch nie, der da unten ist, der kann alles Mögliche machen. Wir halten das irgendwie nicht mehr aus. Ich rede da nicht mal nur von Substanz, die uns entzogen wird, sondern eben dann, die Nervenstränge und Nervensysteme brauchen auch Substanz. Wenn wir denen das entziehen, was passiert da, meine Lieben? Und da fragt man jeden Mann, der sehr schnell nervös wird und aggressiv, dann liegen die Nerven blank. Blank, meine Lieben. So, und da haben wir also Samenverlust. Was verliere ich denn? Das Thema, was ich heute habe, ist die Macht des Samens. Ja, wenn ich Samen verliere, übermäßig, verliere ich was? Verliere ich Macht. Und zwar Macht über mich und andere. Wenn man das Macht über andere jetzt nicht bitte negativ verstehen soll. Also, dann haben wir auch nächtliche Pollution, das ist natürlich unfreiwillige Orgasmen bei jungen Leuten, aber meistens ist das damit verurteilt, dass sie vorher sich eben der Masturbation extrem ergeben haben. Ja? Wir haben aber, also zum Beispiel, wenn Samen abfließt, Spermatorea, Samenblasensekret aus der Harnröhre und so weiter, ohne Wollustgefühl, meine Lieben, ist es dann schon ganz schlimm. Beim Stuhlgang genauso. Ja? Und das schwächt das Nervensystem enorm. Enorm. Ja? Der Körper tut dann Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Muss man auch mal bedenken. Meine Lieben, die Folgen eines jeden Orgasmus erschöpfen vorübergehend das Nervensystem. Nun könnte natürlich ein junger Mann sagen, na und, ich baue das wieder auf. Ruckzuck kann ich schon wieder. Jawohl, mach nur. Und jedes Mal schädigst du ein bisschen mehr dein Nervensystem und irgendwann drehst du durch. Und dann fragst du dich, warum. Und dann beschuldigst du vielleicht die Partnerin, die Frau, jemand anderen, ich weiß nicht. Wenn jetzt wir jemand haben, der eben das Ganze überzieht, ja, dann führt das zu einer chronischen Nervenschwäche. Sexuelle Neurasthenie wird das genannt. Sexuelle Neurasthenie. Ja? Warum ist Enthaltsamkeit nun gut? Meine Lieben, bitte, ich rede nicht moralisch, ich bin ja kein Heiliger. Ja? Also ich versuche ja auch, danach zu leben, so gut ich kann. Aber die Lehre, die hier präsentiert wird, die macht Sinn für mich. Und die soll jeder für sich so anwenden, wie er kann. Sucht doch nicht nach Gurus in jemanden, der euch was erzählt, sondern testet es auf die Botschaft. Meine Lieben, wenn vor mir ein Roboter wäre, den ich an 220 Volt anschließe und der fängt an zu reden und sagt das, was ich jetzt sage, würde ich dem folgen. Nicht dem Roboter natürlich, aber der Lehre, die würde Sinn für mich machen. Ich brauche keinen, ich will euch was sagen, ich brauche nicht einmal zu wissen, wer mir das diktiert hat.